Hallo Freunde, willkommen zur nächsten Ausgabe von Barbecue Bären. Hier, ihr seht, der Grill qualmt schon vor sich hin. Und zwar habe ich vor, heute Pulled Pork zu machen, aber nicht in der Kugel, sondern im Dutch Oven. Und das soll in 4-5 Stunden realisierbar sein. Habe ich persönlich noch nie gemacht. Das probiere ich jetzt aus. Und dann wollen wir mal gucken, ob das auch so funktioniert, dass wir sagen können, wir können mal Pulled Pork planbar in 5 Stunden machen. So, und was wir jetzt alles dafür brauchen und wie ich das alles mache, das gucken wir uns jetzt an. So, hier haben wir unsere Zutaten für unser Pulled Pork aus dem Dutch Oven. Da habe ich hier einmal ein 2,5 Kilo großes Stück Schweinenacken ohne Knochen. Ihr könnt allerdings auch eine Schweineschulter nehmen, wie ihr möchtet. Ich habe jetzt in dem Fall hier ein Stück Schweinenacken. Dann habe ich hier 8 Zwiebeln. Wie viel ich davon brauchen werde, weiß ich noch nicht, aber so in der Menge sollte man schon haben, weil wir damit nachher den Boden vom Dutch Oven auslegen. Dann habe ich hier noch ein bisschen Olivenöl. Dann ein Wrap nach eurer Wahl, wie ihr das möchtet, was ihr nehmen möchtet. Und noch einmal 400 Milliliter Gemüseform. So, zuerst einmal fangen wir jetzt damit an, dass wir unser Schweinenacken würzen. Dann nehme ich mir ein bisschen Olivenöl und reibe den mal komplett von allen Seiten damit ein. Da braucht ihr auch nicht viel nehmen, ist halt nur, dass der Wrap besser hält. Kann auch Senf nehmen, alternativ, mache ich aber in dem Fall jetzt nicht. So, das ist sehr schön eingerieben. Jetzt machen wir unseren Wrap schön darüber. Und auch ordentlich was hin. Dann schön andrücken. Verschwenden von dem guten Zeug. So, jetzt sollten wir alle Seiten schön eingewappt haben. Ja, sieht gut aus. So, mariniert haben wir. Den stelle ich jetzt noch mal für 2 Stunden beiseite im Kühlschrank, bis die Gewürze ein bisschen anziehen können. Weil so 24 Stunden oder was weiß ich, 3 Tage, wie es viele machen, mache ich nicht. Ich mache so. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn wir das Ding auf den Grill legen. So, damit unser Pulled Pork nachher auch eine leichte Rauchnote hat, werde ich das jetzt circa 1,5 Stunden hier auf meinen Kugelgrill legen. Das heißt, das Fleisch lege ich jetzt auf. Schön in die Mitte. Dann nehme ich meine 2 Whisky Chunks, werde die schön in die Kohle feuern. Mache zu und werde den Grill jetzt so bei circa 150 Grad, ja nicht ganz, 130, 150 Grad sage ich mal, so 1,5 Stunden das Fleisch erstmal im Rauch liegen lassen. Und danach legen wir es dann schön in den Dutch Oven. So, und derzeit draußen das Stück Fleisch jetzt im Rauch vor sich hin liegt, werden wir schon mal den Dutch Oven vorbereiten, dass wir das Fleisch nachher, wenn es aus dem Rauch kommt, einfach nur rein und dann gleich weitermachen können. Und ich wäre natürlich nicht ich, wenn ich nicht eben wieder bei meinen Zutatenvorstellungen wieder was vergessen hätte. Und zwar die Kräuterbutter. Damit fangen wir jetzt erstmal an, die nehmen wir und dann reiben wir uns hier unten den Boden von dem Dutch Oven richtig schön dick damit ein. Dass wir so eine schöne dicke Fettschicht unten drin haben. So, die Kräuterbutter habe ich jetzt schön verteilt. Jetzt als nächstes habe ich unsere Zwiebeln genommen, die in so dicke Scheiben geschnitten. Und damit legen wir jetzt unseren kompletten Boden vom Dutch Oven aus. So, da
Dafür hätte man auch Gemüsezwiebeln nehmen können, aber da hatte ich jetzt keine da, deswegen habe ich die normalen genommen. Der Boden sieht jetzt so aus, ist einmal komplett belegt mit den Zwiebeln. Das hat jetzt auch einfach nur den Hintergrund, damit das Fleisch, wenn wir das gleich reinlegen, nicht direkt mit dem Boden in Kontakt kommt, sondern quasi so auf so einer Erhöhung liegt. So, und jetzt warten wir, bis unser Fleisch im Rauch soweit ist und dann machen wir draußen am Dutch Oven weiter. So, die anderthalb Stunden sind rum. Unser Fleisch hat jetzt schön im Rauch gelegen. Das nehmen wir jetzt. Das sieht so aus. Ich hoffe, man kann sehen, dass es schön Rauch abgekriegt hat. Dann legen wir das hier in unseren Dutch Oven. Ups. Schön auf die Zwiebeln. So, dann als nächstes nehmen wir unseren Gemüsefond. Und schütten ihn schön hier. Ja, schön hier rein. So. Und das war es dann auch soweit für die Vorbereitung gewesen. Jetzt machen wir einen Deckel drauf. Und dann gehen wir raus und machen die Kohlen drauf. So, den Dutch Oven habe ich schon mal in den Grill reingestellt. Kohlen sind drunter. Ungefähr ja, 8 Stück, sage ich mal, sind das. Und jetzt werden wir den Rest oben drauf verteilen, den ich habe. So, Kohlen sind alle drauf. Das Ganze lasse ich jetzt erstmal ja, 2,5 Stunden in Ruhe vor sich hinköcheln. Und da ich keinen Hightech Dutch Oven habe, der diese Durchführung für ein Thermometer hat, muss ich zwischendurch mal so messen, dass wir auf die 95 Grad kommen, die wir haben wollen. Und ich denke mal, zwischendurch muss ich sowieso nochmal die Kohlen tauschen. Nach 2 Stunden gucken wir uns das Ganze an. Und dann denke ich mal, werden wir noch 2,5 Stunden brauchen. Und dann haben wir die 5,5 Stunden voll. Und unser Pulled Pork aus dem Dutch Oven ist dann auch fertig. So, die ersten 2 Stunden haben wir rum. Jetzt lüften wir mal den Deckel. Und ich würde mal sagen, ich hoffe, vor Dampf sieht man einigermaßen was. Deckel beiseite. So, Flüssigkeit ist noch genug drin. Jetzt nehmen wir das gute Teil mal und wenden das einmal vorsichtig. Das ist, wenn ich so mache hier. Oh, oh. So, das Bett liegt da drin. Das ist ja jetzt schon wie Butter. So, jetzt werde ich noch ein bisschen Brühe auffüllen wieder. Dann mache ich einen Deckel drauf, neue Kohlen drauf. Mache jetzt doch noch einen Temperaturfühler rein, den ich mir dann hier leider Gottes abklemmen muss. Aber dafür nehme ich mein altes Thermometer. Und dann, denke ich mal, sehen wir uns wieder, wenn das Ganze fertig ist. So, nach nicht mehr als 5 Stunden mit Räuchern ist unser Pulled Pork fertig. Jetzt machen wir mal einen Deckel runter. Alter Schwede. Sollen wir mal gucken, ob es auch wirklich weich ist. Oh ja, das zerfällt mir so. So, ich hole das jetzt raus hier. Ich versuche es möglichst unfallfrei rauszuholen, dass es mir nicht gleich zerfällt. Und dann sehen wir uns beim Pullen wieder. So, ich habe es heile rausgekriegt. Jetzt ist fast wie Weihnachten. Jetzt kommt der Moment, wo der Affe das Wasser lässt. Jetzt will ich mal gucken, ob das funktioniert hat. Oh, alter Schwede. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Hier. Das ist saftig wie Sau, das gibt's doch gar nicht. So, jetzt bin ich ja sprachlos wie sonst was. Ne? Und optisch sah es auch aus wie Pulled Pork. Schön dunkel. Ich will das jetzt auch nicht so klein zupfen. Also ich muss sagen, ich bin gerade total sprachlos. Dass man wirklich Pulled Pork in 5 Stunden planen kann und das so schnell fertig kriegt. Und das vielleicht sogar noch mit Rauchgeschmack. Das muss ich mir jetzt gleich erstmal beim Probieren zu Gemüte führen. Werde ich natürlich noch diesen Sud, den wir unten haben, nicht verkommen lassen. Werde hier eine Hälfte so machen und die andere Hälfte mit Sud. Das heißt, hier machen wir ein bisschen Sud drüber. Die ganzen Zwiebeln und die Brühe und das.
werde ich das nochmal schön durchmengen und dann sehen wir uns gleich beim Probieren wieder. So, jetzt kommt der Moment, wo ich endlich probieren darf. Ich habe jetzt hier einmal unser Pulled Pork ohne den Sud und einmal mit. Ich fange erstmal ohne an. Also das ist schon der Knaller. Jetzt nehmen wir das andere. Oh ja. Das ist nochmal eine Nummer besser. Ja. Fazit zum Ganzen. Also geschmacklich ist das schon mal eine Granate mit und ohne. Der Rauchgeschmack kommt auch durch. Das ist, wie gesagt, wenn man das vorher so ein bisschen räuchert, ist das okay. So eine Stunde. Also da hat man den Rauchgeschmack dran. Dann braucht man an die Marinade oder so keinen Flüssigrauch geben oder was auch immer. Oder vielleicht sogar ganz drauf verzichten. Also das ist schon gut. Dann generell ist es planbar. Das gefällt mir auch sehr gut, dass man sagen kann, hier heute Abend machen wir Pulled Pork auf dem Geburtstag oder sonst was. Und man weiß genau, wir haben jetzt 5 Stunden dafür gebraucht mit Räuchern. Das ist schon Wahnsinn. Ich hätte das jetzt nicht so gedacht, dass das so ein Ergebnis ist. Klar, man kann es nicht vergleichen mit einem Pulled Pork, was man gemacht hat, sage ich mal, in 18 bis 25 Stunden auf dem Smoker, auf dem Water Smoker oder auf dem Kugelgrill. Also das kann man nicht vergleichen, weil man hat außen diese Kruste nicht. Der Zucker, sage ich mal, karamellisiert hierbei nicht, der in dem Wrap drin ist und alles. Aber wie gesagt, so, es ist geil. Es ist wirklich schweinegeil. Vom Geschmack her echt der Knaller. Also, das werde ich jetzt öfters so machen, wenn ich mal keinen Bock habe, mich da hier so eine Nacht hinzusetzen und zu sagen, ich mache das mal auf dem Smoker so. Also es ist wirklich, ich denke mal, die, die es nicht so oft essen oder das erste Mal essen und dann nochmal vom Smoker, die würden keinen Unterschied schmecken mit dem Rauch jetzt. Aber wie gesagt, das ist schon der Hammer. Ich kann wirklich nur sagen, probiert das so aus. Das ist wirklich mega. Ich glaube, so ein langes Outro habe ich noch nie gesprochen. Ich bin jetzt so platt, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Aber wie gesagt, das lohnt sich wirklich in der Tat. Und wie gesagt, das mit dem Rauch, das habe ich auf einem anderen Kanal gesehen, und zwar bei McAllister Koch. Den grüße ich jetzt erstmal ganz lieb von hier aus. Da habe ich das gesehen, habe gedacht, so probierst du das auch, dass du den Rauch dran kriegst. Und man sieht, wenn man auch mal woanders guckt, lernt man nicht aus. Er hat auch einen super Kanal, macht tolle Sachen, da könnt ihr auch mal vorbeischauen, wenn ihr möchtet. So, und jetzt würde ich sagen, bevor alles kalt ist und hinter mir alles weggemampft wird, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Über einen freundlichen Kommentar, auch Kritik würde ich, damit ich mich verbessern kann, ist klar. Und natürlich über ein Abo. Ne? Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann, ciao.